Nachdem wir jetzt ein paar Wochen newsfrei bei den Sims waren, haben die Entwickler ein paar kleine Mini-Inhalte für das nächste Update sowie ein Set, welches bald kostenlos zur Verfügung stehen wird, angekündigt. Bereits am Montag haben die Entwickler eine neue Kooperation mit der Vereinigung Dark and Lovely bekannt gegeben, die besonders auf die Repräsentation von schwarzen Frisuren aufmerksam machen soll. Passend hierzu wurden neue Cast-Inhalte, um genau zu sein, Updates an bereits vorhandenen Frisuren angekündigt. So wird es am 2. April zwei neue Farbvarianten dieser bereits aus dem Basisspiel bekannten Frisuren geben. Hier wurde wohl auch ein farblich abgewandelter Haaransatz implementiert. Dann, etwas später im Juli, erhalten wir diese komplett neue Frisur mit Dreads, die am Ansatz ausrasiert wurde. Und jetzt mehr zum kostenlosen Set. Leider werden jetzt auch die Mac-Spieler in die wunderbare Welt der kostengünstig programmierten EA-App genötigt, welche vorher noch recht lange weiter die Origin-App nutzen konnten. Passend dazu hat EA zumindest ein kleines Trostpflaster für alle PC- und Mac-Spieler angekündigt, denn eines der zahllosen Sets für Die Sims 4 wird in den nächsten Tagen kostenlos zur Verfügung stehen: Blühende Räume. Das bereits in 2021 erschienene Pack bringt insgesamt 24 verschiedene Pflanzen und ist meiner Meinung nach immer noch eines der stärksten Sets für Die Sims 4, auch wenn einige diese Pack-Kategorie zu Recht nicht so gerne mögen. Etwas schade ist, dass der Deal nicht für Konsolenspieler bereitsteht. Alle Spieler jeder Plattform können sich derzeit noch das Gartenspaß-Accessoire-Pack gratis holen, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich gebe euch natürlich wieder Bescheid, wenn das Set gratis bereitstehen wird. Lasst dazu gerne jetzt ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Also dann, bis zum nächsten Video.